In der Arbeitswelt treffen immer häufiger verschiedene Generationen aufeinander. Während eine Generation bestimmte Auffassungen gegenüber Dingen pflegt, kann es bei der anderen Generation schon ganz anders aussehen. Lucy von der Generation Y und Emily von der Generation Z zeigen euch potenzielle Unterschiede. Hallöchen! Hi! Na Lucy, was machst du? Schaust du schon, wo es in deinem nächsten Urlaub hingeht? Wie Urlaub? Emily, von Urlaub kann ich momentan nur träumen. Oje, du Arme. Also, ich fliege in 3 Wochen in die Karibik. Was machst du stattdessen? Oh, du Glückliche. Ich beantworte gerade noch ein paar E-Mails. Das geht ganz gut in der Pause. Im Moment ist so viel los, ich weiß gar nicht, wie ich das sonst alles schaffen soll. Was ist denn mit dir? Pausen sind dazu da, Pausen zu machen. Du musst deine Freizeit nutzen und dich von der Arbeit entspannen. Du, ich arbeite so oft während der Pause, dass es mir selbst gar nicht mehr auffällt. Ich meine, was soll ich auch sonst machen? Du hättest erst gar nicht damit anfangen sollen, Lucy. Oft merkt man gar nicht, wie überarbeitet man ist. Ich glaube, es ist schon wichtig, die Arbeitswelt von der Freizeit zu trennen. Hallo, Mia. Hallo. Ah, Lucy, da sind Sie ja. Wieder am Pause machen. Ich habe da noch einen dringenden Auftrag, der muss bis heute Abend erledigt sein. Aber das schaffen Sie ja sicherlich. Natürlich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke, ebenso. Siehst du, so geht das schon die ganze Zeit. Hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Du hast doch gleich Feierabend, Lucy. Uhrzeit, Uhrzeit. Es geht doch schon seit Wochen so. Wenn Aufträge reinkommen, dann müssen die auch erledigt werden. Heutzutage ist es eben so. Wenn du großen Wert auf Einkommen legst, dann musst du auch hart arbeiten. Ich mache den Auftrag heute Abend von zu Hause fertig. Ja, Auftrag hin und her. Also ich habe eine 40-Stunden-Woche und danach gehe ich nach Hause. Ich lasse mich doch nicht versklaven. Also wenn ich hier die Tür rausgehe, dann lasse ich Arbeit Arbeit sein. Ja, aber ich finde schon, dass du alles für die Arbeit geben musst. Ja, so habe ich das ja auch jetzt nicht gemeint. Also für meine Projekte gebe ich auch alles, aber ich bin davon überzeugt, dass es besser ist, wenn du Arbeit und Freizeit voneinander trennst. Ja, jeder wie er möchte. Ich muss jetzt auch zurück zu meinem Schreibtisch. Naja, wie du meinst, Lucy. Dann mal noch viel Erfolg. Danke für dir auch. Tschüss. Ciao. Konfliktpotenziale zwischen Generationen sind heutzutage nichts Ungewöhnliches. Arbeitgeber müssen lernen, mit diesen umzugehen und die Mitarbeiter auf ihre Art zu akzeptieren. Vielleicht habt ihr auch ihr schon im Berufsleben ähnliche Situationen beobachten können.